Jojo, was geht ab, Leute? Ich bin's, Johnny. Wieder mal auf YouTube am Start mit einem neuen Video in der neuen Season, Season 8. So, ich würde mal sagen, wir schauen uns gemeinsam mal den Battle Pass an. Ich habe ein paar Runden schon gespielt, so. Aber ich habe noch keinen Sieg geholt, habe extra so ein bisschen drauf gewartet. Ich bin schon Stufe 7, werde mir jetzt den Battle Pass gönnen. Eigentlich hätte ich vorgehabt, den 25er Pass zu holen, aber ich habe gerade nicht genug V-Bucks, wie man sehen kann. Dann würde ich mal sagen, wir kaufen uns den direkt mal. Ehre. So, Battle Pass aufgerüstet, Ehre. So, dann können wir da mal direkt alles einsammeln. So, wenn wir sagen, wir schauen uns mal den ersten Skin, also Schwarzherz. Ja, der ist schon recht geil. Ja. Ja, das ist schon krass. Boah, der ist schon geil. Ganz ehrlich, wirklich, ich finde den richtig geil. Okay, ah, das ist einfach die verschiedenen Farben. Okay. Ja, der ist schon geil. Ein Hybrid. Auf der letzten, also auf der letzten Stufe sieht er richtig geil aus. Ja, leck mich. Boah, der schaut richtig geil aus. Ganz krass. Die Tropentarnung geht so, ist nicht so meins. Cobra. Das ist richtig. Boah, das ist ein richtig geiles Accessoire. Wählende Standardflagge, Standarte, scheiße. 100 V-Bucks, neue Musik. Hören wir jetzt mal kurz rein, einen Moment. Ja, das ist schon ganz geil. Die Palme, die ist auch recht geil. Muss ich schon sagen. Geschält. Okay. Ja, das ist halt schon ein richtig geiler Emote. Also, wenn du den halt hast und dann mit dem Bananenskin so richtig rumwählst, dann ist der schon richtig geil. Richtig geil. Richtig gedungen. Okay, Himmelsschlangen. Ja, kann man mal machen. Wieder 100 V-Bucks. Neuer Backbling. Neues Haustier. Kleeblätter, okay, ist nicht so meins. Ich denke mal, die Sergeant Grünklee, ich denke wirklich, dass die wieder reinkommen wird, weil beim Lebkuchenmann war sie auch so, den hatten wir auch im Ladebildschirm, glaube ich. Nein, dann hatten wir ein Emote, das ist ja auch wieder rausgekommen. Dann hatten wir einen Banner von dem Skull Trooper, ist auch wieder reingekommen. Also ich nehme an, die kommen dann auch wieder rein. Meisterportal, ich glaube, die öffnet sich, wenn man mehrere Kills macht, denke ich mal. Klapperschlange. Ja. Ja. Sieht halt fast gleich aus wie die Calamity. So ähnlich von dem Kopf her. Also so ein bisschen ähnlich. Ja, und die haben ja halt nochmal für vierblättiges Kleeblatt. Das ist halt nochmal so. Wird dann nochmal ein Video kommen, wo ich so Vermutungen mache. Treibholz. Ja. Richtig geile Tarnung, muss ich schon sagen. Freue ich mich richtig drauf, wenn ich die Stufe erreicht habe. Eiskönigin. Ja. Ist jetzt nicht so geil, aber kann man mal machen. Ja. Mhm. Geil. Ja, ist auch ein richtig geiler Tanz. Ist, glaube ich, Stiloption. Glaube ich. Okay, neue Kondensstreifen. Ja, der ist auch schon recht fresh. Könnte ich mir noch geil drauf vorstellen auf dem Eiskönig. Schlangenbiss. Ja. Hat schon geilere Spitzen gegeben, aber geht. Luftschloss. Ich denke mal, der versperrt halt relativ ein bisschen den Weg, weil er halt so rumflattert und relativ große Blätter hat, aber könnte ich mir noch geil vorstellen mit dem Skin. Ich weiß gar nicht mal, wie der heißt. Charlie. Richtig, richtig, richtig geiler Skin. Ich feiere den Skin übelst ab. Ich feiere den sowas von. Der ist so geil, der Skin. Okay, Hybrid. Auf letzter Stufe. Neuen Fuchs. Okay, neue Musik. Ich mache mal die Musik wieder lauter. Ja, okay, ist jetzt nicht so meins, aber kann man mal machen.
So, dann haben wir hier noch einen Liebesranger. Spitzenschlüssel. Ja, passt zu diesem Hängegleiter und zu dem einen Backbling. Ja, Lava ist halt ähnlich wie das Feuer. Der ist ein guter Ersatz für das Feuer. Wenn man Lava, also ja, kann man gut benutzen, passt. Drachenschuppen, auch in Ordnung, passt. Na, na, na. Okay, schade, dass es keinen epischen Tanz gibt. Amber. Das? Ja, weiß ich nicht, ob der geil ist. So ist so. Ja. Fragewürdig. Aber ohne Backbling kann ich mir safe geil vorstellen. Mit der Spitzhacke, dem Rückenaccessoire vielleicht und dem Hängegleiter ist die safe eine richtig geile Kombi. Okay, die haben wir eben auf dem Handyladebildschirm. Das weiß ich. 100 V-Bucks. Tigerstreifen. Ja. Finde ich jetzt nicht geil. Kuschelig. Jo. Geht fit. Beuteboje. Ist halt ähnlich wie ein Hängegleiter, den wir aus der Season 6 oder 5 haben. Dort, wo halt die Wikinger waren, da gab es ja den auch so einen ähnlichen, halt einfach ohne den, also einfach etwas ähnliches halt. 100 V-Bucks. Das ist eine neue Stiloption. Gold. Ja. Ja, der ist aber richtig geil. Ich habe es erst jetzt gecheckt, dass das Munition ist. Kann ich mit dem einen Skin noch geil vorstellen, der Patronengurt heißt er, glaube ich. Auch richtig geil. Meisterschlüssel. Oder ist das der? Zu dem gehört, glaube ich, das Backbling und dieser Hängegleiter, glaube ich. Gibt's auch verstellbare Stile. Schade, dass die nicht gezeigt werden. Ich mache mal die Musik noch mal ein bisschen lauter. Also ich finde jetzt den anderen Sound finde ich jetzt geiler, den Ahoy. Der zweite hat mir gar nicht gefallen. Dann würde ich sagen, der Ahoy, den und dann den letzten. Ist auch richtig geil. Aha. Geil. Ja. Also ich finde, es hat schon geilere epische Tänze gegeben auf Level 95. Aber geht fit, ja. Kann man sich gönnen. Boah, geil, gleich zwei. Okay, schauen wir kurz erstmal den an. Edelsteintarnung, muss ich sagen, das ist safe die Geiste von dem ganzen Battle Pass. Was ich richtig geil finde, ist jetzt hier zwei Skins auf einmal sind. Einmal der hier, also der sieht ja mal richtig krass aus. Das ist so mächtig also. Auf Ehre. Und die Blingerella. Joa. Ist geil, aber den Skin hier, Level 1, die zwei finde ich geiler als die letzte. So, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute ist ein Double Upload angesagt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Johnny. Peace out.